So, ja, so, da bin ich nochmal. Also wie gesagt, ich werde demnächst über Sachen sprechen. Ich habe extra einen Monitor. Klein, ich wollte an sich einen ziemlich großen. Mal schauen, großen kann man ja auch nehmen. Jedenfalls wollte ich dann, wie gesagt, einblenden und dann wie über gewisse Sachen sprechen. Ja, den Test abgeschlossen. Ich suche gerade hier nur nach Virenwehr. Ich habe auch eine Live-Schaltung gemacht. Also auch eine Live-Schaltung würde funktionieren. Natürlich würde ich da eine schnellere Kamera anschließen, wie jetzt die da oben drauf ist. Aber die ist auch nicht schlecht, die ist gut. Das ist eine Microsoft-Kamera, die in HD aufzeichnet. Also die Bilder waren glasklar. Ich weiß natürlich nicht, ob die Übertragung schnell gewesen wäre. Ich habe also Interesse, über Sachen zu reden, die halt bei YouTube zu finden sind. Und ihr sollt dann auch direkt sehen, worüber ich spreche. Ja, also wie gesagt, ich mache da gerade mal eben hier so eine Art Update. Ich bin ja hier gerade noch im YouTube-Modus. Ich will aber jetzt nicht streamen. Ich habe jetzt auch einen ganz anderen Sender drin, wo gerade mal 19 wissen, dass es diesen Sender gibt. Deswegen konnte da jetzt auch keiner zuschalten. Ihr seid ja hier immer noch beim Ultra HD Web TV. Das ist der Sondersender Ultra HD Web TV. Das ist eine ganz andere Schote. Da haben wir natürlich auch schöne Sendungen laufen gehabt. In den Niederlanden, London und hier natürlich in Deutschland. So, das habe ich jetzt wieder installiert. Es ist wieder da. Und wie gesagt, ich versuche dann auf irgendeine Art da was Tolles zu finden. Fährt jetzt ein bisschen hoch und ich schaue mal. Ich habe hier einen Kontrollmonitor, da habe ich noch einen. Den kann man so umschalten und dann könnte man wunderbar arbeiten. Ja, wie gesagt, ist ja eine Menge. Da ist halt nicht allzu sehr aktualisiert, wie ich sehe. Ja, doch, Clonebus ist da. Darüber könnte man jetzt eben kurz testen, weil es ist ein reiner Test. Bitte jetzt nicht so eng sehen. Ich habe den Dunkelmodus also auch noch nicht eingeschaltet. Ich werde dann hochschalten. Ich werde dann auch den Bildschirm groß machen. Dann werde ich mit euch darüber reden, ob sich das alles so lohnt. Das ist noch hier eine ehemalige Live-Schaltung. Mittlerweile haben 900, also fast 1 Million, sich das angesehen. Bei einem anderen waren es sogar 25 Millionen, die da zugeschaut haben. Das ist eine tolle Sache. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt mit Ahsoka. Das kann ich auch direkt mal groß machen. Das Problem ist nur, wenn man Doppelmonitore hier hat, dann weiß man gar nicht, wo die Maus ist. Ah ja, so. Ich habe jetzt wie gesagt Doppelmonitore, mal gucken, so eine Art Switching machen. Man kann dahinter arbeiten, dann die Sache großschalten. Wie gesagt, die ist hier und die ist da. Es geht wie gesagt um Ahsoka. Es geht darum, dass Ahsoka zurückkommt. Es geht um Clone Wars 7. Wie gesagt, das ist jetzt eine andere, das ist jetzt der Sondersender Ultra HD Web TV, das ist Ultra HD Web TV. Und hier kann man, wie gesagt, wunderbar arbeiten. Vielleicht setze ich da auch noch ein Schnittprogramm ein, um da vielleicht auch noch schnell irgendwie arbeiten zu können. Müsste nur gucken, ob ich den Switch hinbekomme, dass das ein Monitor 2 wird und das Monitor 1 wird. Ansonsten ist es eine reine Kommunikationsgeschichte. Das heißt also, man kann vorne den großen Monitor hinsetzen, von hinten aus schalten und walten. Ja, hier kann ich also E-Mails und das alles sofort beantworten. Und da kann ich schneiden und alles. Hier ist eine riesen Front, wo ich arbeiten kann. Und wo auch ihr arbeiten könnt, wenn ihr mal hier sein solltet. Hier kann also, wie gesagt, alles gemacht werden. Hier kann gleichzeitig gearbeitet werden, hier kann gleichzeitig gearbeitet werden, hier kann auch gleichzeitig gearbeitet werden. Ja, ist also umstellbar, dass einer da arbeitet, hier arbeitet und dort arbeitet, weil hier an sich nur gearbeitet wird. Und wie gesagt, wir schauen uns das gerade an. Sind 2x19 Zoll. Hier ist also, wie gesagt, Stereo, gar nicht mal so schlecht.
mit Ahsoka. Ahsoka hat ihre eigene Armee bekommen, auch in ihrer Farbe sozusagen. Also auch ich freue mich auf Clone Wars zwecks Unterhaltung. Wie gesagt, Resistance schaue ich mir auch an. Richtung, ne? Also ist jedenfalls schneller. Ich hatte hier vorher noch einen Apple und der Apple, der wollte nicht so, wie ich wollte. Und deswegen habe ich den Apple jetzt entfernt und habe jetzt dieses wieder aufgebaut. Ne? Ja, funktioniert auch mit Bluetooth. Ich habe auch gerade die Kamera getestet als Livestream. Hat also auch funktioniert. Also ich kann separat arbeiten, ich kann doppelt arbeiten. Also ich kann hier schalten, dort schalten, da arbeiten. Ich könnte das auch schalten. Ich kann hier alles schalten, ist überhaupt kein Thema. Also, sie wartet, also er wartet auf Kenobi, er wollte den Kenobi, aber dummerweise, wenn man bei Rebels hat, haben die beiden ja schon gekämpft. Also Kenobi und, genau, Darth Maul haben ja schon gekämpft und da hat ja Kenobi gewonnen. Ne? Warum die jetzt da noch kämpfen da bei den Klonkriegen, weiß ich nicht. Ist halt so. Ja. So, das war ein Test. Wie gesagt, da gibt es nur 19 Zuschauer und 19 Fotos, weil den Kanal kennt keiner. Und wie gesagt, müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. So, ich verabschiede mich mal wieder aus dem Testmodus hier. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel, viel Spaß. Runtergefahren ist es auch schon, wie ich sehe. Aber ihr seht, anhand dieser sogenannten Leuchtkraft kann man hier, oder könnte man hier eine tolle Geschichte machen. Ich arbeite dran, stelle sie euch vor. Und wenn euch diese Geschichte gefällt, mit großem Monitor und wie gesagt über YouTube sich zu unterhalten, dann werden wir das auch machen. Ne? Ja, so in der Richtung. So, jetzt wünsche ich euch einen tollen Abend, schöne Ostern. Das war nämlich über Ostern 2019. Wie gesagt, war eine Testgeschichte. Wie gesagt, alles über Star Wars. Alles über Star Wars, egal wie. Schauen wir mal live. Streaming. Verschiedene Modis, verschiedene Versuchsaufbauten, die jetzt hier laufen. Auch für die Kunden. Im Notfall kann ja auch ein Kunde, wie gesagt, eben online gehen. Das ist dann hier. Ist ja genügend Sachen, wo die Leute hier online gehen können. Warum der jetzt hier nicht umschaltet, weiß ich nicht. Ist ja immer manchmal so. Gehe ich mal eben in den Kanal. Da war dann halt nur Ahsoka, aber warum der nicht umschaltet, muss ich halt testen. Das ist ein Testmodus. An sich kann man auch, wisst ihr ja, mehrere Monitore scharf schalten. Das jetzt hier ist mit dem Kontrollmonitor, dann hat man immer alles doppelt. Zum ersten Mal reagiert er nicht, keine Ahnung. Abbrechen, richtig, ich will abbrechen, genau. So, ne? Wie das so ist beim Vorführen, beim Ausprobieren, das ist ein Test, wo du merkst, ausprobieren. Ich kann es euch nicht sagen, ob ich es machen werde. Ich habe ja auch gerade noch was runtergeladen, wie das so ist, mit runterladen und so. So, jetzt gehe ich in den Verdienten, genau. Ja, Updates. Ich liebe Updates. Updates. Okay, ich lasse jetzt die Computer updaten und ich wünsche euch, wie gesagt, einen tollen Abend. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.